Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Hearthstone. Wir machen heute den neuen Tavern Brawl. Ich habe mir mal schon angeguckt, was es ist. Ich finde ihn sehr, sehr lustig und amüsant. Das ist ein cooler neuer Tavern Brawl, meiner Meinung nach. Endlich wieder zwei Bosse, die gegeneinander kämpfen, um der Stärkste zu sein. Und darum geht es nämlich auch. Es kämpfen Kel'Thuzad gegen Rafarm und wollen halt ausbrawlen, wer hier der größte und stärkste Endboss ist dieses Mal. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass das sehr, sehr interessant werden könnte, weil, wenn ich mich richtig erinnere, hat einer von beiden nämlich eine übelst übertriebene Hero-Ability gehabt. Zumindest wenn es dieselben Character-Decks sind, wie auch in den jeweiligen Abenteuer. Aber mal schauen, was ist. Okay, wir spielen Rough Farm auf jeden Fall. Jo, schrei halt noch ein bisschen mehr rum. Die tun wir mal weg hier. Und dann schauen wir mal. Das Steel Sentinel, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. This minion can only take one damage. Das ist sehr, sehr gut. Grüße. Ah, okay, ich habe gerade schon gedacht, er ist ein bisschen underwhelmed mit seinem 30 Health. Aber ja, der hat jetzt noch Rüstung dazu gekriegt. Mal gucken, ob er irgendwas rausspielt. Ich muss jetzt erstmal probieren, was sind denn hier diese. Okay, das war nicht das Richtige. Wir coinen das hier raus, um unsere Hero Ability hier krass zu machen. Wir ziehen nämlich jetzt keine Rare mehr, sondern eine Random Epic Card. Und sie kostet einfach drei weniger. Oh mein Gott, es ist mega stark, Leute. Es ist mega ultra stark. Okay. Und er kriegt add a random next Ramus Minion to you. Ah. Weiß ich nicht, ob ich die ehrlich gesagt so cool finde. Wir holen uns mal was, vielleicht kriegen wir was Gutes. Ach, Enter the Colosseum. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, um sein Board hier zu removen. Vor allen Dingen für drei Leute. Das ist so krass, hey. Das ist der absolute Wahnsinn, wie bin ich. Yo, was bist du denn? Mr. Bigglesworth. Das ist Kel'Thuzad's Kitty. Oh, das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. So, dann gucken wir mal, was wir noch ziehen. Bitte was Billiges hier. Oh, ein Mulch. Mulch wollen wir aber nicht einsetzen. Wie viele Karten haben wir? 8. Lady Nazja. At the end of your turn, replace all... Oh mein Gott. Sie war halt auch echt ein geiler Boss eigentlich damals, zu dem Zeitpunkt, wo hier Rafarm und seine Crew hier rausgekommen ist. Oh nein, Anub'Rekar, der war mega stark. Der war mega, mega stark und wir können ihn nicht zerstören. Wir können ihn nicht zerstören. Doch, wir können mulchen. Werden wir auch wahrscheinlich machen. Wie viele Karten haben wir? 9. Das heißt, wir können einfach mal hier so machen. Kriegen den hier. Das ist eigentlich nicht schlecht. Dann spielen wir hier Mulch an dieser Stelle, weil Anub'Rekar ist meiner Meinung nach einfach ein zu starker Dude in diesem Zug hier. Jetzt spielen den hier raus. Holen uns eine Mortal Coil, ist eigentlich ganz gut hier, machen End Turn. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viele Karten ziehen auf jeden Fall. Im nächsten Zug können wir aber Easy Going Mortal Coil machen oder wir ziehen uns sogar die Kitty einfach rüber und trailen die dann rein. Oh. What? Oh mein Gott, die ist ja mega stark. Aber die hält auch nur 5 aus. Okay, das heißt also, das ist eigentlich an sich kein Problem. 5 Damage haben wir auf der Hand, müssten aber dafür alles zahlen. Können wir das noch irgendwie anders machen? Wir haben hier 3. Das reicht leider nicht. Wir müssen sie leider so wegmachen. Sehr, sehr schade, aber ist okay. Sie ist halt, ich glaube, eins der Value-Minions von Kel'Thuzad. Und ich habe so das Gefühl, Leute, die Spiele werden hier etwas länger dauern. Das heißt, wir werden wahrscheinlich 1 oder 2 Stück hier nur machen können. Je nachdem, ob wir gewinnen oder verlieren. Wir spielen außerdem gegen den Crazy Mage. Eigentlich spielen wir dann die falsche Reihenfolge hier. Weil er sollte dann eigentlich Rafarm sein. Weil Rafarm ist, wenn ich es richtig weiß, irgendein Mage. Ah, er hat Secrets dabei auch noch. Das ist natürlich eklig. Understudy, 07er Taunt. Ja, gut, meinetwegen. Meinetwegen, 07er Taunt. Wir machen das Ganze mal so. Den 07er Taunt wollen wir eigentlich gar nicht sehen. Der ist echt uncool. Nächsten Zug können wir dann die Kitty hier pingen, können ihn torchen, gehen dann Face und schauen mal. Oder? Nee, besser, Leute. Wir ziehen uns den 2-2er rüber.
Nice. Wir ziehen uns den 2-2er rüber, traden ihn rein. Und dann wird es extrem lustig, Leute. Weil dann kriegt er nämlich kein Secret. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, wenn ich ehrlich bin. Let me change your mind. Hit. Warte mal, den habe ich dauerhaft, ja? Den habe ich dauerhaft. Das ist natürlich angenehm. Oh, nice. Give a friendly beast immunity. Ja gut, okay, wir haben kein friendly beast, aber wir könnten ihn rausspielen. Das ist ein 4-2er auf jeden Fall. Und board ist board, hätte ich mal gesagt. Dadurch, dass wir eigentlich wahrscheinlich gar keine Beasts spielen, ist es eigentlich relativ egal. Das Gute ist halt einfach nur, dass er keine Secrets rausziehen kann, sich. Das ist eigentlich so der Sinn dahinter gewesen, dass wir den Dude uns hier jetzt rüberziehen werden. Cone of Cold ist natürlich auch uncool. Aber dafür kann er traden. Ich weiß nicht, ob das wirklich worth war. Ah, oh, wir haben nochmal ein Piece. Oh mein Gott, dann ziehen wir jetzt immer eine Legendary, die drei weniger kostet, oder? Oh, das ist mega strong. Die kostet vier weniger, die Legendary. Ja, easy. Leute, easy, komm. Gute Legendary. König Mukla, jawohl. Sowas will ich doch sehen. Oh, das ist ja fast schon lächerlich, wie stark Rough Farm ist. Ist ja fast schon lächerlich, wie stark Rough Farm ist, wenn ich ehrlich bin. Der zieht einfach fucking Legendaries, die mega wenig kosten. Ich meine, überlegt euch mal, ein Dr. Boom kostet 3. Alter, das ist crazy, hey. Dr. Boom kostet fucking 3 einfach nur. Okay, er hittet hier Face. Ah, er tradet, okay. Dann wird es wahrscheinlich kein Vaporize sein oder sowas, sonst würde er hier nicht... Destroyer, oh mein Gott. Alter, alles klar, Destroyer, Randy, Random Enemy Minion. Stark, Leute, sehr, sehr stark. Komm, Copy. Ah, leider keine Copy. Wäre interessant gewesen, dann spielen wir mal, nee, wir holen uns noch eine Legendary. Kuhn, nice. Der Kuhn. Ja, komm, was soll der Geiz, Leute? Coin... Feuerball, Quatsch. Torch, oh, Vaporize. Vaporize hätte man sich vielleicht denken können, aber es ist okay. Vaporize ist sogar wirklich okay. Jetzt im nächsten Zug können wir dann jetzt Kuhn spielen. Liegen die auf dem Board eigentlich auch für die Kosten? Ne, die kosten dann gleich. Ich weiß nicht, ob ich die Summon 2 random Bosse. Was bringt er hier? Summon a random undead und summon spectral gothic from your opponent. Okay. Okay, beide nicht so stark. Wir können die eigentlich beides sehr, sehr gut wegmachen. Gott sei Dank hat er keinen Taunt gezogen. Das wäre ein bisschen böse gewesen, hier an der Stelle den Taunt zu ziehen. Wir machen End the Colosseum. Der Rest wird zerstört. Wir traden, können für 0 das spielen. Kuhn möchte ich ehrlich gesagt noch gar nicht spielen. Yo! Easy going, Leute! Oh mein Gott, ist das nice. Ah, warte mal, das war Random Enemy Minion, ja, dann torchen wir den hier weg. Oh mein Gott, das ist die Wombo-Kombo, Leute. Oh, das ist halt schon ein bisschen mad, hey. Das ist ein bisschen mad. Er müsste ihn nicht sofort zerstören. Er ist viel, viel, viel zu stark hier in dem Deck, das ich spiele. Um den noch auf dem Board zu lassen. Ach du Scheiße, ist er gut, hey. Der Auction Master. So, dann gucken wir doch mal, wie wir das machen. Wir traden ihn hier weg. Dann töten wir Folgen durch den Potion. Was haben wir hier eigentlich? Enemy Cards cost one more. Yo, alles klar. Enemy Cards cost one more. Finde ich okay. Hit, hit. Passiert ja nichts. Dann destroyen wir einen random Enemy. Ah, wir hätten erst die Hero Ability setzen müssen. Ah, will ich das wirklich?
Vier Handkarten haben wir 6. Wir kriegen 4 Stück. Wir zimmern. Ja, aber dann gehen wir auf 9 hoch. Das ist also okay. Flup, 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 flup. Und Endturn. Leute, es ist. Gott im Himmel ist Rafarm OP, hey. Wenn der sein Stuff ausgebaut hat, dann ist der mega, mega OP. Okay, noch ein Secret. Könnte noch ein Vaporize sein. Werden wir jetzt gleich mal gucken. Was haben wir denn hier? Sinar. Den wollen wir aber jetzt erstmal nicht spielen. Wir wollen jetzt erstmal hier ein bisschen das Board klein kriegen. Wir machen hier an dieser Stelle den. Ah, warte mal, ist es Stalag? Fuck, dann kriegt er ja jetzt den Dude raus gleich. Ja, das ist aber kein Problem. Wir töten ihn. Er kriegt den Dude raus. Er kriegt den Dude raus. Wir setzen sein Ding auf 3, den Dude. Dann haben wir 9 Karten in uns, auf unserer Hand. Dann spielen wir. Ich will meine Hero Ability nicht wechseln. Oh mein Gott, das wäre so schlecht. Ja, komm, dann spielen wir ihn hier raus. Achso, und jetzt geht's ordentlich Face hier mal, Leute. Jetzt haben wir unser Board ausgebaut, jetzt können wir ordentlich Face gehen. Ach du Heiliger, hey, was ist das für ein unglaubliches Deck, hey? Mega, mega stark. Nur wir müssen aufpassen, dass wir unsere Hero Ability. Leute, guckt mal, wir haben auch noch den Murloc Knight da. Oh mein Gott, das wird ja noch ein bisschen krasser jetzt. Wenn wir Murloc Knight rausspielen, dann hier die Combo haben mit dem Stuff. Ach du Scheiße, wird das gut. Okay, ja. Das ist auch stark. Okay, wir machen also mal so. Bye, bye. Duplicate. Okay, das heißt, er kriegt jetzt den Mad Scientist, dürfte er auf die Hand gekriegt haben. So, dann gucken wir mal. Wir spielen Murloc Knight. Wie viele Karten haben wir? Wir haben 7 Handkarten. Das heißt, wir machen einmal so. Oh, Xeryl ist stark. Einmal so, einmal so. Wir hätten hier zwar auch pingen können. Ja gut, well played. Er hat aufgegeben. Alles klar. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Rafarm ein bisschen OP ist. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so ein ganz leichtes Gefühl, dass Rafarm OP ist. Vielleicht kann es auch nur sein, dass unser Gegner halt irgendwie unlucky gezogen hat oder halt einfach keine guten Karten hatte oder sowas. Das ist natürlich auch immer noch so die Sache. Aber durch das, was wir halt gezogen haben, war das halt echt krass. Okay, wir können es auch jetzt nicht nachprüfen, weil wir nochmal Rafarm spielen können. Finde ich aber cool. Vielleicht spielt unser Gegner jetzt hier die Karten ein bisschen besser aus. Okay, wir haben kein Coin diesmal. Das heißt, wir können auch nicht direkt in das Ding reingehen. Wir wollen uns eine Destroy-Spell, wollen wir mal nicht hier dabei haben. Haben aber dafür eine andere sehr, sehr gute Karten. Ich muss sagen, der Slithering Archer ist ein mega guter Early-Game-Remover. Und Uncover Stuff Piece, das ist einfach so, so stark, hey. Und das zieht man irgendwie anscheinend jedes Mal Turn 2. Oder ich war jetzt zweimal richtig, richtig hart lucky. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man es halt jedes Mal im zweiten Zug zieht. Ich könnte es mir wirklich vorstellen. Aber wer weiß das schon? Gegen Azrael spielen wir jetzt. Das Interessante ist halt, er kann halt zuerst seine Hero Ability nutzen. Ich weiß nicht, ob das ihm irgendwas bringt. Die Sache ist halt, dass unsere Kreaturen durch unsere Hero Ability billiger werden. Das werden halt seine nicht. Haben wir einen Drachen im Deck? Nö, never mind. Spielen wir einfach raus. Wir haben damit einen 2-6er auf dem Board. Das ist schon mal ein relativ starker Anfang, wie ich finde. Können dann im nächsten Zug spielen wir dann Dark Paddler plus Hero Ability wahrscheinlich. Je nachdem, wir machen das mit der Hero Ability natürlich, Leute. Hier immer Hero Ability zuerst machen, dass ihr zieht. Lady Blaumax. Alles klar. Das ist so auf jeden Fall nicht die schlechtesten Sachen, die er da gerade hat. Wir können hier Hit machen, können mit der Torch den Dude töten. Ja, ich glaube, das ist. Das macht Sinn, oder? Macht auch 3 Damage. Ne, warte mal, dann machen wir das so. Wir gucken, was wir ziehen. Ne, wir machen das trotzdem so. 3 und 2 und damit hat sie halt kein Indestructible mehr. Das heißt, wir können sie also töten. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, die Karte, wenn ich ehrlich bin. Die Lady Blomox oder wie man die ausspricht. Ich würde es jetzt einfach mal so schätzen. Die Horsemans. Gluth. Ach du Heilige, was kann er denn nochmal? Ach, random.
Random Dead. Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wenn ich ehrlich bin. Sehr starke Karte irgendwie. Gucken wir mal, was wir ziehen. Vielleicht nochmal irgendwas episch. Oh, die Hive Queen finde ich ehrlich gesagt nicht so cool, aber die kostet 0. Das heißt, wir können also spielen 2 Damage auf alles. Nichts stirbt, wir machen so. Kriegen einen 6er Dude raus. Traden ihn hier weg, holen die Hive Queen raus und gucken einfach mal, was wir machen können. Einfach deswegen, weil wir halt hier keine Minions auf der Hand haben, ist es eigentlich gar nicht schlimm. Und wir traden sie wahrscheinlich eh im nächsten Zug irgendwo rein, deswegen... Meh, zum Beispiel hier rein, das ist ideal eigentlich gelaufen. Zombie Chow finde ich eine ganz coole Sache, wenn ich ehrlich bin. Und das hier finde ich sogar noch eine coolere Sache, weil damit machen wir nämlich so, dann ist der hier Ribbity Ripster. Hit, dass er stirbt, weil wir wollen unsere Minions rausspielen. Hero Ability, wir ziehen whenever another Minion dies. Spielen den Paddle raus. Paddle. Taunt. Hit. Und damit hat sie eigentlich auch das Board von sich jetzt schon wieder verloren. Oder er hat halt das Board von sich verloren. Der Azrael. Ich weiß nicht, ich habe wirklich das Gefühl, dass unser Dude ein bisschen stärker ist als, dass Rafarm ein bisschen stärker ist als der andere Dude. Oh, und da kommt auch noch das andere Piece, alles klar. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal die Legendaries holen. Wir ziehen als erstes mal Change All Enemy Minions Attack to 1. Lohnt sich hier jetzt nicht, würde ich jetzt hier an dieser Stelle auch ehrlich gesagt gar nicht machen. Wir machen hier eine Torch. Der rippt dann den hier. Wir können hier traden, kriegen 5 Leben. Easy going, haben noch ein Board. Zwar nur ein kleines, aber even enough. Können dann im nächsten Zug sogar über irgendwie über einen Flamestrike oder sowas gehen, falls er sich jetzt zoomen würde oder sowas mit 7 Mana. Was ich aber eher weniger denke, wenn ich ehrlich bin. Ah, der ist ein bisschen ätzend. Aber wir können den auch enttumpen. So schlimm ist das nicht. Ich glaube, wir enttumpen ihn wirklich. An den Tomb. Zerstören den Dude. Dann machen wir so und gehen Face. Erster Hit ins Gesicht. Yeah! Erster Hit ins Gesicht. So muss es doch sein. Er hat aber, ich muss sagen, er hat irgendwie ein bisschen mehr Karten als ich gerade. Ich glaube, ich sollte öfters mal meine Hero Ability nutzen und bessere Karten ziehen. Zack, Hero Ability, was kriegen wir? Es ist jetzt ein bisschen doof, wenn ich ehrlich bin. Wir machen das mal so kurz. Wir greifen mit allen an, dann spielen wir ihn hier raus. Dann spielen wir den Paddler raus. Discover noch eine One-Drop-Card. Ja, wir nehmen Power Overwhelming. Damit können wir dann im nächsten Zug den 4-4er auf jeden Fall, Quatsch, den 4-7er auf jeden Fall töten. Irgendwie über halt den 3-2er hier, über unseren Golem. Und so Zyklopen war es, nicht Golem. Cyclopean Horror. Nice. So, dann komm mal rüber, werter Freund Kel'Thuzad. Was? Ach, okay. Gut, alles gut gelaufen, Leute. Ich mag ihn einfach. Ich mag Mogor einfach. Oh, die Frage ist... Wie hoch ist die Chance, dass ich jetzt den Gegner treffe? Wir rippen sein Board hier mal weg. Torch trifft auch auf jeden Fall. Wir haben jetzt halt eine 50-50 Chance, immer zu treffen. Wir machen hier einen Hit. Ah, hat sogar getroffen. Wir machen hier einen Hit. Yo, alles klar. Easy going. Alles getroffen, wie ich hätte treffen müssen. Nice. So muss es laufen. Im nächsten Zug holen wir uns dann wieder eine neue Legendary ran, die 4 weniger kostet. Er spielt halt jetzt auf Ding, auf Stalag und Folgen, dass sie ihm Thaddeus rausbringen. Thaddeus, ich weiß. Oh nein. Milhouse werde ich nie spielen, Leute. Vergesst es. Milhouse ist einfach so random, wenn ich ehrlich bin. Vaporize? Kein Vaporize. Okay. Enter. Ich hoffe halt einfach mal, er tradet jetzt hier rein. Obwohl, kann er ihn dann zerstören? Wir müssen ihn auf jeden Fall zerstören, weil dann setzen wir nämlich die ganzen Minions auf 1 und dann haben wir eigentlich wieder einen echt krassen Boardvorteil, wenn ich ehrlich bin. Haben wir wirklich einen krassen Boardvorteil? Undertaker ist okay. Den hat er aus seinem Next Rammus Ding gezogen. K
Okay, ist ein 2-2 jetzt. Wir können ja eigentlich gute Trades machen, obwohl er hat jetzt wahrscheinlich doch das Vaporize rausgezogen. Transform a Minion into a... Kein Ding für dich, mein Freund. Dann machen wir... Ziehen. Machen 5 Damage auf alle Charaktere. Duplicate. Und er ist doch jetzt, at the start of your turn, deal 4 Damage to your hero. Yo! Und er kriegt den Buff! Ja, alles klar. Läuft, Leute, läuft. So, jetzt machen wir noch das schöne Päckchen auf und dann gucken wir mal, was da Gutes drin ist. Vielleicht haben wir ja Glück und ziehen noch ein Legendary. Wäre natürlich sehr, sehr schön. Gucken wir mal einfach rein. Es ist Trommelwirbel. Nichts, okay. Nicht mal eine Golden dabei. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich finde den Terran Brawl mal wieder richtig stark. Ich hoffe, er gefällt euch auch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr das gerne zeigen mit dem Däumchen oder sowas. Dann hätte ich mal gesagt, haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.